Schön mitgenommen, vielen Dank. Oh, ist das warm hier, Mama mia. Ich habe hier vorne gerade ein T-Shirt gesehen, da steht drauf, du geile Sau. Ja? Und der Song wurde doch verwurschtelt von dem Peter Wackel da, ja? Eigentlich von dem Kaiser, von Roland Kaiser. Wir haben ja in Deutschland im Musikbereich, im Schlagerbereich den Kaiser, wie gesagt, den Roland. Dann gibt es hier auf der Insel den Jürgen, den König von Mallorca. Und ja, mein Spitzname ist ja der Schlagerbaron. Das ist der ganz Kleine. Und der ganz Kleine braucht keine Krone und auch keinen Thron. Aber der Party mit euch. Und ich hoffe, ihr macht jetzt mit. Seid ihr bereit? Hier ist mein Titel, Schlagerbaron. Doch als ich den Giganten sah, wurde es mir klar. Machen wir mir ganz klar, ob ich mir diese Sache trau. Vergessen morgen Malerei, ich muss wohl irre sein. Ich bin nicht Roland, euer Kaiser, auch nicht der Malerkönig. Sind der wahre Preis. Oh, das Schloss der Straße, neuen Glanz. Jetzt gibt's hier Musik und Tanz. Und dass ich hier Gitarre spiel, war mein größtes Ziel. Ich bin nicht Roland, euer Kaiser, auch nicht der Malerkönig, Jürgen heißt er. Und dafür bin ich hier in diesem schönen Märchenschloss, hab keine Krone und keinen Thron, aber Party mit euch, an so einer Schlagerbaron. Und wir spielen etwas mit Gitarre. Richtig, grüße dich. War das auch richtig ausgesprochen? Das hast du richtig gut ausgesprochen, hätte ich gar nicht besser machen können. Ja, wir haben ja gehört, der Phil hat einige neue Titel präsentiert. Der letzte war ja besonders schön, was war das für einer? Das war die aktuelle Single Heppa Heppa Hey, ein spanischer Traum. Ja. Und ging ja die Post ab hier, also es war, ja, war mega, war mega. Gut, ja. Gut. Ja. Du kommst aus der Hallenser Ecke, wissen wir ja. Richtig, Halle bei Leipzig und ja, jetzt wohne ich in Gerbstedt. Genau. Da finden ja immer die Schlagerpartys statt, die berühmten. Im Schlagerschloss Gerbstedt kann man auch mal gucken. Der MDR hat ja auch tolle Reportage schon gedreht. www.schloss-gerbstedt.de. Das
Wissen wir ja schon. Ja, aber, ja. Wie weit seid ihr denn? Wir sind ganz gut vorangekommen die letzten 4 Jahre jetzt. Wir haben die Veranstaltungsetage komplett wieder ausgebaut. Spiegelsaal, Jagdsaal, Tanzsaal, alles fertig. Wir können Partys machen. Also es findet auch schon statt. Wir hatten eine große Silvesterparty. Bist du überhaupt da? Weil du bist ja eigentlich auch unterwegs. Also wir machen dort im Jahr 3-4 Veranstaltungen, wo ich selber auftrete. Ansonsten bin ich natürlich unterwegs. Ja. Und man kann aber das Schloss auch anmieten für Familienfeiern, Hochzeiten. Und ja. bei diesem Schlager-Event jetzt hier bist du nicht zum ersten Mal? Nein, hier bin ich zum zweiten Mal. Letztes Jahr das erste Mal dabei gewesen. Hat mir super gefallen. Und ja, also dieses Jahr auch wieder grandios, Stimmung, die Leute, man kennt sich mittlerweile auch schon, es sind immer auch dieselben. Und sehr erfahrenes Publikum, schlagerfahrenes ganz, Publikum. Ganz erfahren und also die kennen auch die Texte, sind textsicher, hier darf man sich auch nicht versingen, ja. Das ist ja, die helfen dir dann. Also wir wünschen dem Phil alles Gute, hoffen natürlich, dass er was Neues produziert und ja, am Ball bleibt. Auf jeden Fall, danke euch. Ja.